Der Sportsbar-Gesundheitstipp wird Ihnen präsentiert vom Metropol Medical Center, Medizin der kurzen Wege. Ja, und dazu begrüße ich unsere Ernährungsmedizinerin, die Spezialistin, sage ich mal, Dr. Regina Barth. Hallo, Frau Barth. Danke, danke. Ich freue mich, hier sein zu können. Wie wichtig ist denn die Ernährung beim Sport? Man kann ja sagen, die trainieren viel, also können sie essen, was sie wollen. Das stimmt nur in beschränktem Ausmaß. Natürlich, wenn jemand sehr viel Sport macht, dann führt das dazu, dass er seinen Kalorienbedarf deckt und nicht zunimmt. Wie sehen Sie dann, was ist dann die richtige Ernährung? Kann man das so pauschal für die Sportler sagen oder muss man dann auch wieder sportartspezifisch unterscheiden? Ja, man sollte schon etwas sportartspezifisch unterscheiden. Also ich wende mich in erster Linie an unsere Breitensportler, an unsere Normalsporttreibenden und nicht an die Spitzensportler, deren Nährstoffbedürfnis ein anderes sein kann als beim normalen Breitensportler. Der normale Breitensportler, der 3-4 Mal die Woche Sport treibt, der sollte eine Kalorien ausgewogen, isoenergetische, fettreduzierte Mischkost zu sich nehmen, fettreduziertes Fleisch, fettreduzierten Fisch und wie gesagt Nahrungsmittel mit einer hohen Nährstoffdichte, wie Vollwertprodukte. Isoenergetisch. Das ist kompliziert, was bedeutet das genau? Das heißt, eine normale Kaloriendichte haben, also keine hyperkalorische Kost mit ganz, ganz vielen Nahrungsmitteln, mit ganz, ganz vielen Kalorien drinnen, wie zum Beispiel unser Fastfood, Hamburger Royal mit Käse und sowas ist da nicht gedacht. An sowas denke ich nicht. Oder Pommes frites nicht, sondern dann lieber eine normale Salzkartoffel. Die Profisportler, denke ich, sind sowieso gut aufgehoben, weil die unter ständiger Kontrolle sind. Richtig. Es geht ja eigentlich mehr um den Breitensport. Mir geht es in erster Linie um den Breitensportler. Der Spitzensportler hat ganz andere Bedürfnisse als der Breitensportler. Und da, wenn ich mal unterscheide, es gibt ja viele, die ins Fitnessstudio zum Beispiel gehen, die sagen, ich trainiere jetzt mal kräftig auf, dann trinke ich einen Eiweißshake und dann ist alles gut. Das ist ein Unsinn. Bitte, bitte sparen Sie sich das Geld dafür. Es gibt keine vernünftigen, validen Studien, die nachweisen können, dass solche Nahrungsergänzungssachen einen wirklichen leistungssteigernden Effekt haben. Die normalen Nahrungsproteine, also die Eiweiße, die wir jeden Tag mit der Nahrung zu uns nehmen, enthalten ausreichend Aminosäuren und alle notwendigen Spurenelemente. Nehmen Sie lieber Ihr Geld, das Sie für diese Sportlergetränke, die übrigens auch nicht notwendig sind, das ist ein Riesengeschäft. Die Marketing der großen Firmen, der Getränkehersteller läuft und läuft und läuft. Aber letzten Endes ist nie nachgewiesen, dass irgendein leistungssteigernder Effekt dadurch erzielt worden ist. Sparen Sie sich das Geld und kaufen Sie lieber biologisch angebaute, frische, vollwertige Nahrungsmittel. Und essen Sie gut und gesund. Kann man dann sagen, ein Steak statt Eiweißshake? Ach, viel besser, natürlich. Und ein gutes Steak. Muss man dann aber auch wieder, sagen wir, sportartspezifisch unterscheiden. Der Ausdauerathlet braucht ja dann auch eine andere Ernährung, wie jetzt einer, der jetzt ins Fitnessstudio geht oder Kraftsport macht? Alles, wenn jemand Sport im normalen Maße treibt, dann braucht er keine spezifische Ernährung. Es ist keine Studie hat einen leistungssteigernden Effekt für eine spezifische Ernährung nachgewiesen. Wenn ich jetzt natürlich einen Profi-Bodybuilder sehe, wenn der seine Eiweißshakes zu sich nimmt, dann ist das was ganz anderes. Wenn nur die Eiweißshakes zu sich nimmt, gibt es ja auch noch so dubiose Firmen aus dem Internet, wo man was bestellen kann, glaube ich, da sollte man sofort abraten. Und man muss auch ganz vorsichtig sein mit vielen von diesen Getränken, solange die isoenergetisch sind, das heißt also dem normalen Blutvolumen angepasst sind, was Elektrolyte, Blutsalze angeht, ist alles in Ordnung. Aber so wie man hinkommt und stark süße Getränke zu sich nimmt, Fruchtsäfte zu sich nimmt, die ganzen Smoothies, die ganzen hochkalorischen Getränke, dann hat man sogar einen negativen Effekt, weil die von ihren Elektrolyten, Natrium- und Kaliumbilanz meistens so ungünstig sind, dass sie dem Körper Wasser entziehen. Die sind meistens natriumarm, kaliumreich und führen dazu, dass die Leistung sogar eingeschränkt wird. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ich denke auch an der Stelle ist vielleicht weniger ein bisschen mehr. Frau Barth, ich bedanke mich für den Besuch. Vielen und das Dank. War's schon wieder mit dem Sportsbar Gesundheitstipp. Danke. Der Sportsbar Gesundheitstipp wird Ihnen präsentiert vom Metropol Medical Center, Medizin der kurzen Wege.